Ich habe Zweifel. Ob sie berechtigt sind, die Zweifel, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich Zweifel habe. Coronavirus Covid-19. Wie ist der Krankheitsverlauf bei gesunden Menschen zwischen 18 und 60 Jahren, die ein Top-Immunsystem haben, die ein gutes Mindset haben, positive Einstellung in die Zukunft und sich auch körperlich bewegen und sich wirklich gut ernähren? Eventuell sogar gefördert durch Nahrungsergänzungsprodukte oder dem Körper noch mehr Kraft geben. Wie ist dort der Heilungsverlauf? Ich weiß es nicht. Der Hamburger Arzt, Spezialarzt, hat festgestellt, über seine ganzen Toten in seiner Klinik, was über Covid-19 gestorben sind, dass alle, und zwar 100%, Vorerkrankungen gehabt haben. Das heißt, schwaches Immunsystem. Zweifel. Die Bundeskanzlerin Merkel und auch der von Österreich, also mit den zwei bin ich vernetzt, sagt, die Epidemie, die Pandemie, die können wir nur in den Griff kriegen durch Impfen. War jetzt vor kurzem, gestern habe ich es gelesen. Wir müssen einen Impfstoff finden. Das rettet uns. Aussagen, ne? Da haben wir die Sicherheit, ne? Auf der anderen Seite ein Unternehmer wie Bill Gates baut jetzt oder will bauen Unternehmen, also Werke, produzierende Werke, die diesen Impfstoff jetzt produzieren, sofern er denn gefunden wird. Und dann wird er produziert. Er fördert das Programm. Ein Unternehmer fördert das Impfprogramm. Also da habe ich meine Zweifel. Ein Unternehmer fördert das Impfprogramm. Unternehmer ist gewinnorientiert und nicht sozial orientiert. Zweifel. Und jetzt kommt der größte Zweifel. Passt auf. Über Jahrmillionen wurde das menschliche Immunsystem entwickelt von der Natur. Über Jahrmillionen wurde die Natur mit allem fertig. Mit allem. Natürlich haben immer kranke Menschen darunter leiden müssen, keine Frage. Doch das menschliche Immunsystem wurde über Jahrmillionen entwickelt. Eine Impfung ist eine von der Menschenhand künstlich hergestellte Form. So, jetzt Zielgruppe. Wer passt zu mir? Zu mir. Zu mir als Person und zu meinem Businesskonzept. Das sind Menschen, die ganz klar in dem Ganzen ihre Zweifel haben. So wie ich auch habe. Und die für sich ganz klar entschieden haben, hey, ich will den Weg der Natur gehen. Ich will mich und meine Familie schützen über ein starkes und gesundes Immunsystem. Ich will Produkte haben, die die Natur über Jahrmillionen entwickelt hat, die mir und meiner Familie helfen, ein starkes Immunsystem zu bekommen. Ich will mein Mindset, meine Einstellung positiv gestalten. Ich will mich bewegen, will in die Natur rausgehen, frische Luft atmen und mit Menschen mich umgeben, die auch positiv sind und genauso gestrickt sind. Es kann nicht sein, dass wir von Pharmazie und von Impfen uns abhängig machen, eventuell sogar aufzwingen lassen, dass wir jedes Jahr neue Impfungen bekommen. Denn es ist der Covid-19. Nächstes Jahr ist der Covid-20. Nächstes Jahr der Covid-21. Ein Virus verändert sich. Jedes Jahr verändert sich.
Das heißt, wir müssen jedes Jahr neu impfen. Und jeder, der sich ein bisschen, nur ein bisschen mit dem Thema Impfen tiefsinniger beschäftigt, der weiß doch ganz genau, dass in den Impfstoffen nicht nur gesunde Sachen drin sind. Und der weiß doch auch, dass wenn du geimpft worden bist, du oder deine Kinder, und es stellt sich heraus, dass da irgendwas sich verändert plötzlich bei dir, dass du plötzlich Probleme hast in deinem Gehirn oder deinem Körper oder irgendwas, es nennt sich dann Impfschäden, dass kein Arzt dir das bestätigt. Und Menschen, die zu mir passen, die finden das Video jetzt cool. Und Menschen, die es quasi jetzt sagen, Patrick, du bist echt, du bist ein Knall. Hör doch auf die Bundesregierung, hör doch auf die Professoren, die Impfen toll finden. Bill Gates meint es nur gut. Das ist ein sozialer Mensch. Die passen nicht zu mir. In diesem Sinne, das sind meine Zweifel. Und mit der Firma LR habe ich aus der Kundensicht Produkte, die die Natur wirklich entwickelt hat. Und die Firma LR hat diese tollen Produkte für uns gebaut. Und daher kann ich sie mit unglaublichem Tiefsinn und Glaube, auch mit einem so guten Gewissen, anderen Menschen weiterempfehlen. In diesem Sinne bin ich mal gespannt auf deine Kommentare.